Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute beehre ich euch mal wieder mit einem Japan-Quiz. Und zwar würde ich sagen, bevor wir starten, lösen wir erstmal alles von letzter Woche auf. Die erste Geschichte war die Geschichte um die Höschenautomaten, in denen man gebrauchte Höschen für seinen Fetisch kaufen kann. Das ist natürlich komplett gelogen. Diesen Automaten gab es nie, beziehungsweise ihn gab es, aber da gab es nur saubere Wäsche. Dieser wurde auch gleich wieder entfernt. Es gibt ab und zu Nachahmungen, aber auch die verschwinden sehr schnell und da gibt es nur saubere Wäsche drin. Die zweite Geschichte ging um die Love Hotels in Japan, in denen man sich stundenweise ein Zimmer mietet, um dort Sex zu haben. Das Ganze wird dort wirklich sehr diskret behandelt und es ist wirklich gang und gäbe, dass es die dort gibt. Die dritte und letzte Geschichte, um die es ging, war wirklich sehr unglaubwürdig, denn es ging um Badehosen, die man über die Hose zieht, damit man sich nicht genieren muss, dass die Hose trocken bleibt oder die Unterhose trocken bleibt, wenn die Japaner ins Freibad gehen. Ja, sowas gibt es dort wirklich. Glaubt es mir, das gibt es wirklich. Deswegen ist es wirklich schwer zu schätzen, was es war, was ist falsch. Und deswegen gibt's gleich drei neue Rätsel. Los geht's! Ihr Jonathan Baum. Und wir beginnen mit der ersten Geschichte. Die erste Geschichte handelt um Adoption. In Japan werden jährlich sehr viele Menschen adoptiert. Doch zu 98% davon sind es keine Kinder, sondern Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren. Das klingt schon ganz schön crazy, oder? Um die Craziness ein bisschen runterzuschrauben, erkläre ich auch mal warum. Denn dies geschieht nämlich von Firmen, um später einen Erben für diese Firma zu haben. Also falls du jetzt keine Kinder haben kannst oder dein Sohn ein Abtrünniger geworden ist oder halt nicht fähig ist, diese Firma weiterzuführen. Also das ist eigentlich auch gar kein Wunder, denn 51 von den 500 größten Firmen der Welt haben ihren Hauptsitz in Tokio. Und damit muss man wirklich sagen, ist die Stadt auf Platz 1, sogar vor Paris. Gerade mal 2% der jährlichen Adoptionen in Japan sind Kinder. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen traurig, oder? Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit diese tolle Geschichte mit den Restaurants, mit Toiletten und so weiter, dass die Japaner gerne daraus essen und ihre Toiletten irgendwie total vergöttern. Und dann kommen wir einfach mal zur Geschichte 2. Denn die Japaner sind so verrückt nach ihren Toiletten und Bädern, dass alles komplett auf dem Maximum-Komfort ausgelegt ist. Fast alle Leute in Japan besitzen eine Hightech-Toilette. Sie beinhaltet ein Warmluftgebläse, eine Sitzheizung, eine Massagefunktion, einen einstellbaren Wasserstrahl, eine Armlehne, eine automatische Spülung und natürlich sollte sich der Klodeckel auch noch automatisch öffnen. Fehlt nur die App zur Zentralverriegelung zur Toilette. Und selbst 90% der Handys in Japan sind wasserdicht. Und das nur aus dem Grund, weil die Japaner gerne ihre Handys unter der Dusche oder im Bad benutzen. Oder in der Bahn. Oder, naja, ihr wisst ja selber, wie das ist. Also kann man sagen, die Prioritäten sind hier wohl sehr genau verteilt. Und jetzt geht's zur Geschichte 3, denn die Japaner haben auch ein Herz für Bier. Warum, erkläre ich euch sofort. Durch zu hohe Mietpreise wollen die meisten großen japanischen Firmen aus Tokio und anderen großen japanischen Städten ihre Hauptsitze ins Ausland verlegen oder zumindest auf abgelegenere Orte im eigenen Land. Denn solche Firmen wie Sony, Panasonic und Co. planen all ihre Stellen in Japan zu schließen und alles nach China zu versetzen. Das einzige in Japan, was auf gar keinen Fall weg will, ist die japanische Bierproduktion. Denn alleine das Outsourcen von Bierproduktion in Japan ist verboten. Nur in Japan produziertes und abgefülltes Bier darf auch dort verkauft werden. Die Logik der Japaner können wirklich wohl auch nur die Japaner verstehen, so wie es ausschaut. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat wieder richtig Spaß gemacht und ihr seid noch richtig am Knobeln und euer Kopf qualmt, um rauszufinden, was jetzt wahr und was falsch ist. Lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren mal diskutieren und lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, denn das ist das Zeichen für mich, dass ich auch mehr mache davon. Und vor allem zeigt es mal einem Freund auch gerne die älteren Quizze, ob die denn auch richtig gelegen waren oder falsch. Dann ansonsten würde ich sagen, Sayonara, wir sehen uns demnächst. Ciao.